Herzlich willkommen zu einer weiteren Folge auf der Karte auf diesem Marsch. Wir aktuell fahren letzten paar Silageballen weg und wir düngen auf Feld Nummer 12 unsere Wiese mit Gärreste über Kursblech. Das läuft von alleine bis jetzt. Wir müssen ein bisschen die Kühe vorbereiten, dass wir morgen genug Futter haben, dass wir in aller Ruhe ernten können. Denn morgen wird es reif für die Ernte. Ich hoffe, das Wetter passt dazu, dass es keinen Regen gibt. Ja, und dann müssen wir schauen, dass wir das alles geerntet bekommen. Das heißt, wir müssen noch... Wir haben aktuell nur einen Drescher. Das ist ein bisschen wenig. Da werden wir uns noch einen zweiten holen. Gleich. Gucken wir mal ein schönes Samen. Wir haben aktuell den Käse, ne? Da werden wir dabei bleiben. Okay, 2. Das ist im Grunde egal. Michelin. So, dann gleich mal zu einem Schneidwerker zu holen. Und der Geräte, Schneidwerke. So, okay, 2, da können wir Original nehmen. Details, genau. Schick. Dann können wir zur gleichen Zeit zwei Felder machen. Ja, düngen sie gut aus. Zwei. Können wir gleich vorbereiten. Feld Nummer 2. Bereitstellen. Fangen wir ganz oben wieder an. Nagel neu, nichts per Woll, alles neu. Entschuldigung. Das sieht so schön reif aus, ist aber nicht. Ist bei 67%, das heißt, heute wird das nichts. Das heißt, ersten Herbsttag, so wie auf der Thüringenkarte. Ich habe leider bei der Karte auch noch Fehler gemacht, dass ich geschlafen habe. Also den gleichen Effekt wie hier. Aber na gut. Aber da ist er mal dabei und will die Ziesen ready machen. Gedüngt im Wachstum, das ist ja das Kuriose. Ja, 70%. Also morgen früh im Herbst ist es reif oder nachts irgendwann. So. Jetzt mal kurz zum Hof laufen, den zweiten Drescher bereithalten für Feld 15. Ja, schade um das Futter, ne? Kriegen wir noch nicht raus. Zweiten Drescher, sehe. Wie ist der Zustand? Reparaturbedürftig. Machen wir zu.
Reparaturbedürftig, das heißt, die werden wir mal reparieren. Schneidfelder genau das gleiche, das habe ich erwartet. Ob das an Season liegt gleich oder ob die im Frühjahr allgemein, war bisher noch nicht genutzt, allgemein. Höhere Verschleiß hat. Wir reden mal von allgemeiner Wartung. Zwölf Tage. Na gut, wenn wir neu starten, haben wir halt das Problem, dass alles auf Null ist. Ne? Rein von der Statistik her, ne? Aber gut, was soll's. Das gleiche, was wir noch in Touring Car auch. Und die ganzen Geräte wollen wir noch vorher überlegen, was ich alles behalte und nicht behalte. So, jetzt machen wir Feld Nummer 15 vorbereiten. Dann brauchen wir auch entsprechend. Ne, brauchen wir nicht, das ist beides Gerste. 15 und 2 ist Gerste, 14 ist Weizen. Die werden gar nicht noch Ricken bauen, naja, Silage noch einmal. LKW, großer LKW. Ja, gut. Jetzt stellen wir da mal ab. Blocking heißt meistens in dem Falle, dass er gerade die Gerätschaft ausfährt. Hier soll die Fabrik mehr hin. Also auf jeden Fall die Mischfabrik und Mischfutter und genau der andere Fragmentierer, wo das Gras und Mais entsprechend haltbar gegärt wird durch Milchsäurebakterien. Das gleiche Prinzip wie Sauerkraut. Und der Verschluss von Luft aus. Luft darf keiner ran. Das müssen schon mal 1000 sein. Beides kaputt, dann wollen wir mal reparieren. Könnt auch entsprechend beide anhängen, damit wir nur einen Dolly kaufen. Beziehungsweise wir werden dann gleich einen zweiten LKW nehmen. Dann brauchen wir nicht hin und her laufen. Tank ist noch drinnen, ausreichend. Ah, da fahren wir Wasser rein. Und mein Wasser können wir auch morgen mit Cosplay fahren lassen, nebenbei. Unsere erste Ernte mit Seasons, wenn es weit ist. Früh gelobt. Gucken, wie er gefahren ist. Ja.
Das ist ein bisschen komisch. Am Ende ist er normalerweise. Ist das Heu geworden? Ja, das könnte sein. Ist ja Sommer, ne? Trocknet ja ganz gut. Optisch nach Heu aus. Ja, sieht so aus. So, irgendwo hier war er aufgehört. In dem Bereich. Hier war er aufgehört. Passt. Und komisch, ne? Aber gut, okay. So, jetzt haben wir das vorbereitet. Man müsste jetzt theoretisch für den Stroh auch entsprechend überlegen. Aber das werden wir jetzt abernten. Das ist besser. Aber wir können vorbereiten. Weil. Kursplay wird das packen, aber die werden sie über den Haufen fahren, das ist wieder ein bisschen blöd. Und den Kurs kann man ja schnell einfahren, wir führen. Müsste eigentlich schon gehen. Entschuldigung. Kann so stehen lassen immer. So. Wasser. Wasser. Oh. Mal kurz aufstehen. Schliche hinter einen hier. Das ist Folge Nummer 8. Ne, 8. 1, 2, 4, 5. Ja, schon mal einen schönen Samstag. Zweite Folge. Die Ernte ist auch bald fällig. Aber wie gesagt, in-game morgen. Ersten Herbsttag. Frühen Herbst. Klares Quellwasser aus der Erde, Grundwasser. Ja, einen Stall kann man verkaufen normalerweise. Futter ist schade. Oder hier immer noch ein bisschen Platz planieren. Also, das wäre eine richtige Arbeit für den Winter. Passt gerade so. Da,
Kontrolle. Gras wächst auch schon wieder. Naja, 50 Kühe ungefähr. Die fallen was weg normalerweise. Aber unser Freund, Kontrolle. Sind mal. Fahr mit. Kontrolle machen. War der für ein Misterbock? Hapke. Guter Name. Jetzt habe ich hier den Fan genommen, weil der entsprechend die schneller fahren kann als die anderen. Die anderen fahren nur 53. Maximal, der ist mindestens 65. Auf langen Strecken ist das sicherlich ein Vorteil. Wenn fällt, hat er auch die entsprechende Leistung. Jetzt schauen wir mal unsere. Noch 3 Stunden, 13 Stunden noch. Neunzehn, also morgen. Ich kriege keine Anzeige, ne? Wie viel Gärte also drin sind. Ja, leer, Junge, leer. Kein Moos sind mal. Die müssen ja mitfahren. Was sind eigentlich hier? Oh nee, transportieren, Ballen pressen. Oh, nee. Ja, haben wir uns aufgebockt. was wollte ich jetzt? Ja, ich muss mal zum Hof gehen. Dann muss ich für ein Bittensheet Taktor aktivieren. Mir was so. Das Bekloppte ist dabei. Das Gewicht. Jetzt knall ich eine Ecke mal hin. Alles schön gewaschen, ne? Nur Ballen pressen, also. Wie mit Folie, habe ich gesagt, ne? Alles schön gewaschen, mit einer kleinen Wiese. Kontrolle. Wieder Dummheiten macht hier.
Hat ein paar Mal geklappt. Beim vierten Mal glaube ich nicht. Blocking. Ja. Und da unten grün. Jetzt scheint es zu funktionieren. Aber der Traktor wackelt dann gleich mal unter. Hänger vor, Mensch, jetzt können wir noch an einer anfahren. Das ist auch eine Öffnung. Jups, mal kurz überlegen. Ah, ausklappen. Vorne ist. So. Was hat er hier geschrieben? Ballenpressen. Kettnerei. Gut. Also die Lageballen. Ja, das ist gut. Das ist jetzt interessant deswegen, weil der Kursplay sagt, ist nicht. Einen Tag warten. So. Auch blöd. Könnte man die Kühe raufbringen direkt, ne? Als Kuhweide machen. Aber dafür brauchen wir eine Melkstation. Zur Gärtnerei. War nicht schlecht. Das Missionssystem, das ich mit auskennt. Dass wir jetzt ein bisschen warten müssen. So, liebe Freunde, das soll es für heute gewesen sein. Ich danke fürs Reinschauen. Ich würde mich natürlich freuen, wenn wir uns morgen wiedersehen zum Sonntag. Dann seid mal schüss und winke winke. Ciao, ciao. Bis denne. Ciao.